Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wir sind heute das erste Mal in VR unterwegs und wir spielen heute Pokémon VR. Falls ihr euch gerade fragt, ob ihr schon irgendwas verpasst habt, nein, man startet das Spiel und man startet genau hier. Vorher gibt man noch seinen Namen ein und ein Passwort und man startet genau hier. So, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was ist dieses Spiel oder was war dieses Spiel? Denn die Server gehen sehr bald offline und wahrscheinlich, wenn dieses Video online kommt, sind die Server für Pokémon VR schon offline. Weswegen ich das Spiel unbedingt vorher nochmal spielen wollte. Achso, ich habe mich bewegt. Ich habe mich gerade gewundert. Ich bin an meinen Controller rangekommen. Ja, was ist das hier? Wie ihr seht, ist das Pokémon in VR. Ich muss mir gerade mal ganz kurz ganz beeindruckt alles angucken. Und zwar nicht nur in VR, sondern auch online. Hier stratzen auch andere Spieler rum und ich habe mich auch schon gemutet, weil alles klar. Gut, da kam jemand durch die Wand. Ich habe mich auch schon gemutet und ich habe die anderen noch schon gemutet, weil keine Ahnung, ich habe mich hier eingeloggt und man startet ja hier und hier steht noch so ein anderer Typ und ich weiß nicht, was der da gemacht hat, aber Halleluja war das laut, was auch immer er da getan hat. Alter, da liegt ein Meisterball drinne. Da ist er, siehst du? Die Geste sind ziemlich geil. Junge, was soll das denn sein? Eine Waage, da ist aber nichts zum Anzeigen. Okay, klar. Das ist übrigens Professor Eich, der ziemlich riesig ist. Ich meine, ich guck, stelle mich mal ihm gegenüber. Er hat doch eine ziemliche Wampe übrigens. They seem to like you. Pick your favorite one. Machen wir gleich. Ich will mich nur kurz umgucken. Ich spiele das, wie gesagt, selber gerade zum ersten Mal. Oh, guck mal, da ist ein Mew. Da ist es. Ist wahrscheinlich das ein Meisterball, hä? Kann ich hier ein bisschen... Okay. Kann ich mit den Stiften irgendwas machen? Kann ich die rausnehmen? Nee, schade. Alter, hier ist die Map. Übelst hoch aufgelöst. Crazy. Full HD und so. Hier der PC, auch sehr geil. Guck mal, da sind die Trainer. Hier, Misty, Rocco. Ich frag mich, ob man die auch hätte in besserer Qualität finden können. Aber ey, es ist ein Fangame. Also alles gut. Falls ihr wissen wollt, warum die Server offline nehmen, es liegt nicht daran, dass Nintendo gesagt hat, nehmt das offline oder so. Nein, die machen ihr eigenes Spiel. Was auch so ähnlich werden soll wie Pokémon. Und deswegen wird das jetzt die letzte Möglichkeit sein, dass ich dieses Spiel spielen kann. Wo kommt das Geräusch her? Und ich sage euch jetzt schon was, ich werde es genießen, dieses Spiel zu spielen. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Das ist super cool. Kann ich mal hier hingehen? Ist unsichtbare Wand. Nein, ich wollte es mir genau angucken. Fuck. Okay, das sieht super cool aus. Das ist ja voll geil. Also, sieht jetzt auch ein bisschen gruselig aus. Aber das sieht super cool aus. Ich denke mal, das wäre eine höhere Auflösung da gewesen. Aber sie haben es nicht genommen. Wahrscheinlich aus performance-technischen Gründen. Hier, mal ein bisschen aus dem Fenster gucken. Ah, schön. Ja. Ja, sehr geil, ja. Sieht gut aus hier draußen, schöne Wolken. Top. Okay, ich will mir ganz kurz die Pokémon angucken, bevor ich eins wähle. Das ist logischerweise Shiggy, Glumanda, Bisasam. Und meine Güte, sind Pokémon riesig. Ich weiß nicht, ob sie die halbwegs in der Größe gemacht haben, wie sie im Real Life quasi wären, aber ich kann es mir gut vorstellen. Das sieht nach einer, wenn er auf dem Boden stehen würde, wäre das eine Größe, die ich Glumanda zutrauen würde. Was trotzdem, das ist, sieht aus wie ein Riesenbaby. Sieht aus, als könnte ich den so hochnehmen hier. Hui! Wir nehmen natürlich Bisasam, weil Bisasam ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Ja, ich weiß, viele werden sagen, oh, Glurak ist viel geiler. Wir nehmen doch Shiggy, warum ausgerechnet Bisasam? Nein, Mann. Ich finde Bisasam am coolsten. Oh, ach, wir spawnen direkt draußen. Och, was ist so süß? Was ist das denn? Ach, da kann ich direkt... Ich kann drauf gucken und dann... Also drauf zeigen vielmehr. Und dann sehe ich quasi... Das ist Wild ist und der Name. In Englisch, das Spiel ist komplett in Englisch. Was ist jetzt super weird wird, ich kenne teilweise die englischen Namen von dem Pokémon. Durch... irgend so ein Pokémon Minecraft Mod. Aber ansonsten wird das ziemlich mau mit den englischen Namen. Mir werden manchmal teilweise nicht mal die deutschen einfallen. Was ist da hinten? Warum ist da rot?
Da kommt man also noch nicht hin. Ja, sehe ich, hier ist Wasser. Kann ich hier reinfallen? Kann ich hier so über die Ecke? Oh, das geht sogar. Ja gut, ich weiß nicht, warum ich jetzt hier hingehe. Hier ist eh nichts. Hier ist Map-Ende. Geil. Übrigens als letztes Event haben die gemacht, dass man Shinies bekommt oder so ein Shit. Also falls irgendwelche Shinies rumspasten, das liegt an dem Event, weil der Server bald schließt. Alter, aber so ein Pokémon ist schon riesig. Ja, und jetzt stell dir einfach mal vor, das landet dir in der Fresse, Mann. Da scheißt sie dir doch ein, jetzt ohne Mist, Alter. Da kackst du dir von oben bis unten ein. Oh, hier kann man reingehen. Ah, hallo. Die Krankenschwester. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hallo. 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 Sehe ich meine Hand... Oh, sehe ich meine Handgesten? Ah ja, hier. Hallo. Kann ich meinen Skin ändern? Moment. Ash. Oh. Das ist ja cool. Das sehe ich sogar direkt. Jo. Okay. Ich will ganz kurz gucken, wem es alles gibt. Backpacker, Backpacker. Mhm. Blau. Okay. Ich muss ganz kurz gucken, ob mein Mikro noch richtig ist. Ja. Okay. Züchter. Züchter in dunkelhäutig. Rocco. Käferfänger. Camper. Shop-Typi. Sammler. Whatever. Erika. Digga, was ist das denn? Alles klar, Brudi. Keine Ahnung, was das denn soll. Gentleman. Gladion. Okay. Blue Oak. Halla. Ach, das ist der Typ. Hapu. Hau. Mhm. Ja, ja. Alter, haben die viele Charaktere. What the fuck? Alter, so ein Opa wäre ich ja aber auch schon gern, ne? Ja, hallo. Schönen guten Tag. Alter, lass. Lilly. Hallo. Ich bin ein Mädchen. Mhm. Alter, haben die viele Charaktere. Creepy. Misty. Yo. Warum ist sie fast nackig? Nicht, dass ich mich darüber beschweren würde. Oh, hier rot. Alter, hier sind sogar die Krankenschwester sein. Na, hallöchen. Okay. Was kann ich für dich denn Schönes tun? Du siehst ja gar nicht gut aus. Alter, what? Alles klar, Brudi. Die haut dir ordentlich auf Schnauzen. Alter, Police Officer. Mhm. Erstmal Tanzverbot hops nehmen, sagst du? Okay, ich kann noch ein kleines Mädchen spielen. Hallo, willst du mit mir spielen? Nein. Alter, ich kann Professor Eich höchstpersönlich sein. Geil, Junge. Alter, VIP, VIP. Okay, hab ich nicht. Ja, Quatsch, bin ich voll. Mhm. Alter, wie viel wir... Alter, das misst sie normal. Alter, Jesse und James, das ist ja cool. Giovanni, Ash. Jo, ich hätte gern Rocco. Alter, dass Rocco nicht VIP ist, ne? Cool, als Rocco wird's nicht mehr. Wir sind fast blind. So, ja, unsere Pokémon sind geheilt. Ist das der PC? Oh, das ist cool. Kann ich damit irgendwas machen? Oh, ich kann es wirklich anklicken. Wie geil ist das denn? Select. Deletes Pokémon. Nein, danke, ist mein einziges. Mich würde jetzt gerade interessieren, was passiert, wenn ich es delete, aber... Ich will es nicht probieren. Okay, ich will mich ganz kurz hier umgucken. Wir machen gleich weiter, Leute. Ich bin nur gerade ein bisschen fasziniert. Für euch ist das wahrscheinlich unspektakulärer, weil ihr es halt nicht in VR spielt. Aber Spielen VR zu spielen, das nimmt mich immer so ein bisschen mit. Aha, aha. Alter, das ist aber auch ein langweiliger Raum hier, Alter. Die Zeitungen, die haben eine Auflösung, weiß ich nicht, von meinem alten Gameboy oder so. Da kennst du einfach nichts drauf. Hallo, wo bin ich? Wo muss ich lang? Ah, Moment, ich muss mich irgendwie drehen. Mhm. Ah, ja. Warum sind hier eigentlich wilde Pokémon in der Stadt hier, in der Area? Was, what the fuck? Ist das hier eigentlich mein Haus? Warum ist meine Mutter nicht da? Übrigens, die Wolken hier, ne? Die sind aus dem Unity Asset Store. Die habe ich selber mal für ein Spiel verwendet, was ich aus Spaß programmiert habe. Kam nie raus. Aber hat Spaß gemacht, das zu programmieren. So, hallo. Digga. Alter. Pantomimo. Oder wie auch immer es hieß. Ich habe den Namen vergessen. Joa. Du bist ja ein süßes Pokémon.
gehe mal an dir vorbei. Das, da würde ich eigentlich gerne hin. Aber du musst dich in die Pokémon-Masse. Das machen wir aber trotzdem. Ich gehe hier außen rum. Oh! Mr. Mime! Okay, wir haben Kampf angefangen. Gut. Na, gucken wir uns das doch mal an. Wegrennen, kämpfen, Pokémon. Ja, wir kämpfen natürlich. Okay, er ist Level 1. Wir sind Level 5. Was soll schon schief gehen? Tackle! Haben wir getackelt? Oh ja. Alles klar. Hm. Nice. Wir haben es platt gemacht. So, dich würde ich gerne irgendwie fangen. Ich habe noch keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich gehe erstmal zu dir hin. Wie kämpfe ich jetzt gegen dich? Okay, es geht schon los. Oh mein Gott, mein Viech ist fast tot. Ich habe immer Angst, dass ich mich ein bisschen in die Kabel feier da beim VR-Spiel. Muss ich ein bisschen aufpassen. Sind wir gestorben? Wir sind scheinbar gestorben. Hallo, Schwester Joy. Tschüssi, Schwester Joy. Oh, wir spawnen direkt hier wieder. Ja, Digga, du bist ja riesig. Yep, der Typ steht in mir. Okay, wir kloppen erstmal die Pokémon zu Klum hier. Ich will ein bisschen leveln gerade. Kann ich mich eigentlich auch bewegen in der Area? Oh, yo, kann ich. Wie geil ist denn das? Los! Tackle! Geil. Ich fühle mich richtig wie Ash. Los, Bisasam. Nochmal Tackle, weil das ist dein einzigster sinnvoller Angriff. Sehr geil. Was macht er eigentlich? Er lässt sich hier von uns zu Klump prügeln, Alter. Wir kriegen keinen Schaden irgendwie, aber ist okay. Damit kann ich leben. Ja, wir tackeln dich einfach ein bisschen kaputt. Alter. Oh. Besiegt. Warte mal ganz kurz. Boah, ich muss mich nämlich drehen. Ich war nämlich in den Kabeln verheddert. So. Nee, ich habe noch kein kabelloses Headset, leider. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich nehme an, das ist ein Trainer. Der wird gleich einen Kampf gegen uns wollen. Ich will mich aber erstmal leveln. Okay, ich muss einfach nur in die Pokémon reinlaufen und der Kampf geht los. Alter, wir haben einen neuen Angriff. Leech Seed. Keine Ahnung, wie der auf Deutsch hieß. Aber ich glaube, das ist der, der uns jetzt die ganze Zeit heilt, oder? Also für ein Fangame muss ich sagen, echt alles solide gemacht eigentlich, ne? Das ist richtig gut, ey. Wir haben es kaputt geklopft. Ah ja. Sieht immer geil aus, wie die anderen Charaktere rumspasten, ey. Jo, hier. Den Osterhasen, den verprügeln wir jetzt auch. Du kriegst auf die Fresse, Tackle. Kriegen wir irgendwie keinen Schaden mehr? Oh doch, wir haben ein bisschen Schaden. Okay, haben wir den gerade geone-shottet? Na, dann ist ja gut. Okay, ich möchte immer noch zu dir. Ich habe keine Ahnung mehr, wie du heißt. Verzeiht mir, dass mir die Namen jetzt alle nicht einfallen, Alter. Dadurch, dass das alles Englisch ist und das sprengt mein Gehirn. Uiuiuiui. Komm her, ich will dich. Will ich haben. Wie fange ich überhaupt Pokémon? Oh. Okay. Habe ich irgendwas? Was ist das hier? Medizin Balls. Aha, die kann ich greifen. Das ist super cool. Oh, hä? Okay. Das war verwirrend. Ist wieder rausgekommen. Shit. Nicht sterben. Und damit meine ich nicht Bisasam, sondern ihn. Wie heißt er auf Englisch? Ach, die Anzeige ist weg, wenn er am Ball ist. Bleib jetzt drin, Junge. Bleib drin. Yes! Ha! Ich werde mir der größte Pokémon-Trainer ever. Wenn die Server nicht down gehen würden. Challenge, das Spiel, der Beste in diesem Spiel zu werden, bevor die Server down gehen. Mich würde jetzt echt mal die Größe dann von dem Bisasam interessieren. Das muss ja riesig sein von der Größe. Wenn Bisasam schon... Guck mal, das geht mir gerade bis zu den... Bis zur Hüfte hier. Also hier ist meine Hüfte, Alter. Moment, muss angreifen. Das ist riesig, das Bisasam. Ich glaube, man kann seine Pokémon auch aus dem Pokéball holen. Das hatte ich gesehen. Ach, hier. Nee. Hier? Ah, das hatte ich in einem Video gesehen.
Oh, ich hab's fallen lassen. Ach, damit hole ich's raus. Okay. Ich hab grad gedacht, oh shit. Rip mein Pokémon. Okay. Ich streichel dich jetzt. Ich hab Angst, dass ich gleich gegen meinen Tisch knalle. Hallo. Na, wie ist der Flo? Ja, alles gut? Nice, jetzt geht's mir besser. Ich wollte schon immer mal mit dieser Floor streicheln. Ey, wir haben nicht mehr viele Leben. Ist es sinnvoll, mein Pokémon heilen zu gehen? Wahrscheinlich schon. Die müssen kurz heilen. Hi. Wie gebe ich meine Pokémon ab? Okay, ich halte einfach auf die alte und drücke einen Knopf. Danke. Tschüssi. Danke fürs Pokémon heilen. Das war echt top von dir. Echt super. Tschüssi. Tschüssi. Ja, es liegt hier immer noch rum oder sitzt oder was auch immer. Hi. Übrigens, Namen gehen nur mit kompletter Kleinschreibung, falls ihr euch wundert. Okay, jetzt sollten wir bereit sein für diesen Trainerkampf. Hä? Roy? Warum drehe ich mich? Okay, das ist weird, dass sich die Sicht dreht, wenn man in den Kampf mit einem Trainer geht. Aber es ist okay. Welches Level ist denn sein Rattata? 3, okay. Beziehungsweise sein Radfratz. Ich habe immer gedacht, das heißt Ratzfratz, aber naja. Jo, das ist ein großer Junge. Ach komm, wir kämpfen mal gegen dich, huh? Alter, ist der riesig, Mann, der ist so groß wie ich. Na, wenn man Leech sieht. Das ist das, was mich heilt. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das Leech sieht ist. Und dann machen wir noch hier Rutenschlag. Rankenhieb. So. Rutenschlag. Eines der besten Attacken ever. Nicht. So. Oh, da oben. Verdania City. Alter, gibt's noch einen Pokémon-Trainer oder so? Komm ich hier hoch, Hilfe. Mami. Ah, hier. Hallo, großer Junge. Kann ich bei euch durchgehen, ohne dass ich in den Kampf komme? Ich würde gerne einfach nur in die Stadt. Hui. Danke. Ich finde es ziemlich geil, dass sie hier so auf der Overworld rumlaufen. Weißt du, wie ich meine? Das ist echt... Das finde ich super cool. Und optisch finde ich es halt auch schön. Klar, jetzt hier von den Bäumen abgesehen, dass die natürlich nur in eine Richtung zeigen. Liegt wahrscheinlich sowohl an den Models als auch an der Performance. Aber wenn man sich nicht umdreht, sieht's echt geil aus, ne? Also für ein Fanspiel echt super hübsch und super gut gemacht, ey. Ist echt schade, dass sie die Server offline nehmen. Was bist du denn, Alter? Ach, das ist so ein Bienenbaumviech. Ich meine, die Animationen sind halt auch super cute. Siehst du das? Ich meine, dafür, dass es ein Fangame ist, ne, also Schwert und Schild, ich will es nicht sagen, aber da wäre mehr drin gewesen. Bei Schwert und Schild. Alter. Ich weiß nicht, wie die Vorentwicklung heißt, aber ich weiß, dass es zu einem Wohin genau wird, das will ich haben. Hier, Rankenhieb. Rankenhieb. Okay, jetzt müsste ich es fangen, weil sonst ist es platt. Nehmen wir einen Pokéball und schmeißen es drauf. Du bleibst schön da drin, Junge. Bleib da drin. Just stay. Nani? Wir werfen noch einen Pokéball drauf. Ich will gleich mal Pokébälle kaufen gehen. Ja, der alte Trick. Oh, ich kann mich auch teleportieren. Okay, das ist angenehm. Teleportieren ist in VR-Spielen immer super angenehm, weil Motion Sickness und so. Klar, das sieht für euch super bescheuert aus. Und ich finde das also Leute, die nicht weiter VR-Spiele spielen und dann so sehen, wie man sich teleportiert, die sagen immer, oh, das ist ja super unimmersiv, warum läuft die Person denn nicht normal? Nein, es ist tatsächlich erstmal, es ist gar nicht mal so unimmersiv, wie ihr wahrscheinlich denkt, indem ich mich jetzt zum Beispiel so hier teleportiere. Ist ja schon ein Job. Ja, moin. Denn ich sehe ja trotzdem alles in VR und tatsächlich sich zu bewegen, ohne seine Beine zu bewegen, ist auch ziemlich weird und unimmersiv. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. Alter, $200 für ein Pokéball, willst du mich verarschen? Wie viel habe ich denn? 452. Anscheinend geben... Ja, einfach Pokémon platt machen gibt Geld.
Ich denke nicht, dass der einen Trainer so viel Geld hatte. Nein. Ich will mal in die Global Trade Station reingucken. Ist echt krass, dass das alles hier so online funktioniert und alles. Man kann auch online gegen andere kämpfen und bla bla bla. Ist alles möglich, ey. Das sind aber saftige Preise hier. So ein Ponita, ne? Das hätte ich auch gerne. Ich weiß nicht, ob alle Pokémon hier drin sind. Das kann ich euch nicht sagen. Move-Tutor. Ach, der Typ zum Attacken verlernen und lernen ist auch da. Carry me. Kann ich den hochnehmen oder was? Dann muss ich mich auch noch bücken. Alter, das geht wirklich. Wie geil ist... Ach, da kann ich hier denn wirklich Sachen reinpacken und die zu dem hinschaffen? Ich meine, wir haben kein Geld... Okay, ich meine, nur weil wir kein Geld haben, hindert mich das jetzt nicht, hier Sachen reinzupacken, oder? Pokéball. Oh, ist jetzt hier drin? Nimm noch einen. Ach, wahrscheinlich kann ich den nicht reinpacken, weil ich kein Geld habe, oder? Oh ne, er ist da drin. Das ist ja geil. Ey, das ist ja super cool. Thank you. Habe ich das jetzt gekauft, oder was? Oh, das ist die Map. Hier sind wir gerade. Cool. Pokémark, Pokégym, Trainer School, Pokémon Center. Ja, das ist, was es hier so alles gibt. Auch mit süßem Bild und so. Hey, das ist voll cool. Sehe ich irgendwo? Ach so, sehe ich an meinem Handgelenk, ne? 15. Die sind nicht mehr geworden. Warum sagst du Thank you, wenn du mir nicht mehr was gibst, du Arsch? Ich will mich aber trotzdem mal hier umgucken, was es hier so alles gibt. Antidote. Das ist ziemlich cool. Ist das so ungefähr die Originalgröße, die die Dinger haben? Okay, ich kann ins Regal rennen. Ziemlich klein, wenn das die Originalgröße ist. Was ist das denn hier? Ach, Full Restore. Aha. Ich habe nie so richtig erkannt, was das sein soll. Ich erkenne es immer noch nicht, auch in VR. Geht das denn hier so auf und da ist ein Trank drin oder wie soll das funktionieren? Das habe ich auch nie verstanden, was das darstellen soll, rein optisch. Was ist das denn? Force Ball? Level Ball? Was ist denn ein Level Ball? Netzball? Ja, okay. Was ist denn ein Level Ball? Sagt mir jetzt gar nichts, Alter. Ah. Hier sind die Dinger, die Boost geben. Okay. Hey, jetzt kann ich mich nicht mehr teleportieren. Willst du mich verarschen? Hier geht's wieder. Wahrscheinlich kann man sich nur außerhalb teleportieren. Das ist super komisch. Ganz nett haben sie es hier. Hier kann ich jetzt nicht rein, ne? Hallo? Hallo? Okay. Mhm. Schönes Schild. Die Route ist gesperrt. Ich weiß nicht, ob man da später noch hinkommt oder gar nicht. Auf der Map ist sie nicht eingezeichnet, oder? Nee. Wahrscheinlich war es mal geplant, dass es das gibt. Und dann haben sie sich gedacht, alles klar. Wir machen unser eigenes Spiel. Und canceln das hier alles. Was sehr schade ist. Ich wünschte, sie würden uns wenigstens offline spielbar machen. Weil ich wüsste eigentlich keinen Grund, warum es nicht gehen sollte. Hallo, ich werde gern zum Trainer. Schade, dass die Trainer noch nicht drin sind. Man kann scheinbar zurzeit wirklich nur gegen andere Spieler kämpfen. Und leveln. Obwohl, wenn wir gerade Generation 1 spielen, dann ist hier ja eh noch zu. Hier komme ich ja eigentlich eh noch nicht rein. Weil hier ist ja Giovanni der Trainerleiter. Gehen wir einfach mal weiter. Route 2. Das sind gar keine Pokémon. Muss ich Angst haben? Was bist du denn? Ach so, das Viech. Okay. Wo geht's da hinten lang? Daher, da geht's für Tanya Forest. Da habe ich gerade keinen Bock drauf. Den gucken wir uns gleich an. Ich will erstmal wissen, was hier ist. Aha. Kann ich hier rein? Natürlich nicht. Ja, geil. Ist ja auch zu. Kann ich hier durch? Oh. Oh. Porter City. Okay, jetzt hier ein Trainerleiter. Also gegen Trainerleiter kämpfen wir jetzt schon ziemlich cool. Was ist denn da oben für eine Anzeige? Lock it to player Nike. Okay. Von mir aus. Ja.
Pokémon heilen, ne? Hallo. Danke. Ich treffe die Tür nicht. Jetzt. Wie kann ich rein? Ist hier überhaupt eine Arena, Alter? Was ist los hier in der Stadt? Hier ist ja nichts los. Hier ist eine tote Hose. Oh. Ich kann da reingehen. Digga, ich kann da rein. Einfach rüber teleportieren. Rübergesprungen. Oh, shit. Es gibt wirklich die Arena-Leiter. Okay, ich möchte bitte eine Offline-Version davon. Ich würde es wirklich gerne spielen. Oh mein Gott. Die Deckentextur. Das ist interessant, weil man sieht ja nie die Decke von Arenen, ne? Yo, Bitch. Bock auf ein Battle? Ja, hat sie. Okay. Bisschen weird, dass die Pokémon Geräusche machen. Also nicht die Geräusche aus den Spielen, sondern die aus dem Anime. Also ich finde es cool, aber auch weird. Brudi, bin ich irgendwie 10 Meter gewachsen? Warum war gerade alles so klein? Ich glaube, ich war auf der falschen Höhe. Alter, du siehst auch aus wie ein Vibe. Kämpf gegen mich. Alter, ich bin riesig geworden. Ach, jetzt bin ich wieder... Stehe ich hier auf irgendwas oben? Nee. Weird. Bam, Junge. Wir werden gleich so... Alter, es gibt gleich Rocco gegen Rocco. Das wird so das Battle. Das wird so das Battle. Das ist ein Grafikfehler. Kurz umgucken hier. Oh, okay. Wie viel Geld haben wir denn jetzt so durch die Kämpfe? 224, wir können einen Pokéball holen, ey, geil. Gymleader Rocco. Das wird jetzt das Battle, Junge. Kann ich überhaupt gegen ihn kämpfen? Ja, kann ich. Okay. Bam, Junge. Rankenhieb, los! Das ist ziemlich cool, dass ich hier so meine Pokébälle sehe. Und wir kriegen ganz schön auf Schnauzen. Oh shit, ist das groß. Na, mein Junge? Super geil, jetzt mal ohne Witz. Ey, jetzt ohne Flachs, das ist so cool und ein bisschen gruselig gerade. Oh mein Gott, das ist super geil. Boah, ich hab so ein Spiel, ne, wo man so ein Pokepark, wo so Pokémon rumlaufen und man die so beobachten kann und so. In VR, das würde mir schon viel geben, das würde ich schon übelst feiern. Alter, das ist super cool. Na? Schöne Steinchen, Junge. Oh ja! Ah, über den Schwanz gestolpert. Alter, Rocco, du schwebst übrigens. Rocco ist halt der Übergott, müssen wir jetzt einfach mal sagen. Hallo, mach mal die Augen auf. Naja, gut. Wir werden gleich richtig auf Schnauze kriegen. Huch. Okay, mein Mikro ist noch aktiv. Oh, wo habe ich drauf gedrückt? Wie komme ich wieder zurück, Alter? Hilfe? Ist ein Pokémon down gegangen? Nee. Scheinbar nicht. Oh nee, mein Pokémon ist down gegangen. Ja, fuck. Okay, du machst das schon. Was soll schief gehen? Guckt euch den Größenunterschied an. Moment, ich versuche mich richtig zu positionieren. Ja, Brudi. Brudi, was soll schief gehen? Komm. Tackle. Es ist tot. Ja, Brudi. Was soll schief gehen, ne? Komm. Splash. Er greift zuerst an. Wir haben nicht viel Chancen. Onix hat noch volle Leben. Wir haben überlebt. Macht Splash überhaupt Angriff? Ich weiß nicht, was es auf Deutsch ist. Jo, er hat einen Angriff überlebt. Alter, das ist Gott. Ja, ich würde jetzt gerne wieder zu Schwester Karin. Schwester hier, Joy. Hallo, Schwester Joy. Tschüssi, Schwester Joy. Wir gehen direkt wieder hin. Wo ist hier der Spot? Da. Ach, wir spawnen direkt hier wieder. Ach, das ist ja super cool. Da muss man nicht so viel rumlatschen. Das ist ja geil. Hallo, da sind wir wieder, Rocco. Oh. Dass er die einfach random die Position ändert, wenn man in den Trainer reinläuft, das ist ein bisschen weird. Aber okay. Ey, wir kriegen so auf Schnauze, what the fuck?
Wie kriegen wir das Onyx down? Ich mach mal Leech Seed in der Hoffnung, dass wir uns heilen. Und dann verprügel ich den die ganze Zeit mit Rankenhieb. Was anderes bleibt mir nicht übrig. Bubazo wants to learn, but you can't learn more than 4 moves. You want to lead a move? Was ist ein Poison Powder? Leech Seed, Wine Rip Tackle. Growl können wir verlieren. Bubazo wants to learn. Was ist denn das? Sleep Powder, das hätte ich gern. Wir verlieren dafür Tackle. Habe ich ihn besiegt? Oh. Mikro? Ist es noch da? Ja. Habe ich einen Orden gekriegt? Huch. Alter, wir haben Orden. Soll ich mal was sagen? Meine Mutti hat immer gesagt, du bist nie der größte Pokémon-Trainer. Mutti, ich habe einen Orden. Ich habe einen Orden, Mutti. Von Rocco. Hey, Rocco, Bitch. Pow! Brudi, ich liebe das Spiel. Hä? Was ist los, Bitch? Pass auf. Ich hab einen Orden. Bitch. Oh yeah. Fucking Orden. Niemand kann mit mir mithalten. Wo bin ich hier? Ich gehe meine Pokémon heilen. Kann ich mich hier? Gut, man kann sich einfach querfeld teleportieren. Oh, das ist ein Baum. Okay. Oh, das sieht niedlich aus. Habe ich aber jetzt keine Lust gegen zu kämpfen. Oh, hier ein süßer kleiner Park mit zwei Büschen. Geil. So wie ich meine Parks liebe. Hey Schwester. Heil mal meine Pokémon. Oder sind die schon geheilt? Ich habe übrigens einen Orden. Also. Ich habe einen Steinorden. Das liegt nicht daran, dass ich Rocco bin, weil Rocco habe ich gerade besiegt. Ja. So, meine Pokémon ist eigentlich geheilt. Team and Back. Fühlst du auch, ne? HP. Ne, 9535. Ja, Alter, heil die doch mal. Was ist los mit der? Hallo. Muss ich da hinten zeigen? Heilen Sie meine Pokémon. Kann ich eigentlich meine. Ich würde gerne. Heilen Sie meine Pokémon. Pokémon heilen. Ich kann hier nicht mal meine Pokémon rufen in der Area. Ah, jetzt geht's. Muss nur mit deinen Pokéballs rumwerfen. Dann geht das. So, tschüssi. Sehr unhöflich von Ihnen, dass Sie mir nicht direkt geholfen haben, übrigens. Okay, wir sind die geilsten. Wir gehen uns jetzt einen Pokéball holen. Weil ich würde gerne mal was einkaufen. Porenta? Ich gehe unauffällig an dir vorbei. Yo. Was ist, wenn ich da jetzt einfach so hingehe und den greife? Bro, ich hätte gern das hier. Ach, schade, das geht nicht. Das wäre cool. Brudi, dass ich mich jedes Mal bücken muss, ist ja nervig. Ja. Oh, ich muss es in die Hand nehmen. Ja. Wie viel haben wir jetzt? Warte. Muss gucken. Brudi, ich verhedder mich schon wieder an meinen Kabeln. Okay, mein Mikro ist jetzt wieder richtig. War kurz falsch. Was wollte ich gucken? Ah ja, wie viele Pokébälle wir haben hoch? 15 haben wir jetzt. Bye. Ha, 16, Mann. Geil. Erfolgreich was eingekauft. Geil, Junge. Ah, fühle ich mich jetzt schon. Oh, Hilfe. Brudi, warum dreht sich die Kamera jetzt? Okay, jetzt ist es weg. Mir wurde gerade schon ein bisschen schlecht. So. Gut, das Porenta will uns jetzt auf den Sack gehen. Das machen wir natürlich kaputt. Ja, das ist die einzige sinnvolle Attacke gerade, die wir haben. Weil Vergiften bringt nur bei längeren Kämpfen logischerweise was. Puh, der nimmt uns völlig auseinander. Das war knapp. Ich habe das Bedürfnis, mein Bisasam nochmal heilen zu wollen. Ich hoffe, sie ist diesmal nicht ganz so unfreundlich. Hallo, sind Sie diesmal netter zu mir? Danke. Tschüss. Angenehm, dass man da nicht jetzt stehen und warten muss. So, was ist das hier hinten? Kann ich hier reingehen?
Ist das das Museum oder so ein Shit? Hä? Das ist ja gar keine Kollision hier, ich kann hier einfach durchgehen, alles klar. Also NPCs fehlen halt komplett. Also, halt unwichtige NPCs, unwichtig in Anführungsstrichen. Bewohner der Stadt etc. fehlen. Nice. Das ist ein tolles Gebäude. Überzeugt. Gehen wir da lang. Das ist echt schade, dass ich das dann nie wieder spielen kann. Das ist echt schade und krass eigentlich, ne? Die haben sich halt echt Mühe hier gegeben. Das ist alles super gut gemacht. Für, vor allen Dingen dafür, dass es einfach kostenlos ist, ne? Ich hätte gerne, dass mein dieser Samen mir folgt. Brudi. Ich muss da jetzt irgendwie rankommen. Ja, das ist eine Laufanimation. Oh, das ist super cool. Klar, sie ist ein bisschen abrupt. Aber sie haben es versucht. Okay, das ist weird. Da brauchen wir nicht diskutieren. Das ist weird. Das hätte man fixen können. Yo. Pass mal auf. Also, ich will jetzt nicht flexen, ne? Aber das hier ist mein Orden. Und entweder du lässt mich jetzt passieren. Oder ich hau dir auf Fresse. So, das sind die zwei Möglichkeiten, die wir haben. Entweder du lässt mich passieren. Oder ich hau dir auf Fresse. Also mit meinem Pokémon auf Fresse. Alles andere wäre nicht legal. So, jetzt gehe ich an dir vorbei. Okay, du kriegst auf Fresse. Du kriegst sowas von auf Fresse. Scheiße, sie hat ein Pflanzen-Pokémon. Ach, das wird sich ziehen. Pflanze gegen Pflanze, das ist ja so, das mag ich ja am liebsten. Einfach mal durchspammen hier. Ba-ba-ba-ba-ba. Das ist eigentlich ganz geil. Das lässt sich jetzt noch schneller spammen als im Original-Pokémon, Alter. Man kennt man, wer kennt's nicht, ne? Du machst hier die Scheiße, du latschst durch deine Pokémon-Welt. Am besten durch Höhlen und hier kommt 50.000 Mal das Zubat in die Scheißfresse, Alter. Das ist so nervig. Ach, Items liegen auch keine rum, fällt mir gerade auf. Auch krass. Was für ein Typ seid ihr? Seid ihr einer der Leute, die, wenn sie durch Höhlen gehen und keinen Schutz mit haben? Das ist die Bedingung, keinen Schutz mit haben. Seid ihr diejenigen, die auf Run gehen oder seid ihr diejenigen, die Angriff spammen und einfach den quasi one-shotten? Ich bin derjenige, der one-shottet die. Weil auf Rennen zu drücken, habe ich das Gefühl, für mich, habe ich das Gefühl, dass es länger dauert. Um ein paar Millisekunden. Kann natürlich auch sein, dass ich mich irre. Hm, wo ist er denn? Ach da, ach guck mal. Nidoran. Männlich natürlich. Hallo. Jo, also ich muss jetzt mal was sagen. Tschüss. Ups, da war der Typ wieder weg. Naja, moin. Picknicker Robin. Erstmal umgucken hier. Robin, was geht denn ab, Alter? Ich dachte, du bist bei Chrome. Für die, die es nicht verstehen, das war ein Fire Emblem-Scherz. Mann. Wir machen die hier gerade echt gut platt, ne? Also, oh nein, da ist ein Käfertrainer. Das sind ja meine Lieblinge. Bugcatcher Greg. Und diesmal drehe ich mich nicht in irgendeine weirde Richtung. Oh ja, wenn ich das schon wieder sehe. Ja, und bestimmt irgendeine... Ich kann hier auf Battle stellen. Was hat er gemacht? Ja, Defense, na klar. Er macht erstmal 50 Millionen Verteidigung, damit wir am Ende kaum noch Schaden machen. Das feiere ich ja. Ja, stirb, Alter. Ja, jetzt geht er drauf. Danke. Junge, ich sag dir jetzt mal was ganz ehrlich. Hol dir mal ein paar gute Pokémon. Weil, pass auf. Ich hab Orden, Bro. Und du. Nicht. Youngster Ben. Hallo, Ben. What's going on? Oh, ich hab mich an ihm vorbeigeschlichen. Mount Moon. Da möchte ich hin. Oh, eine Höhle. Und deswegen mag ich es, wenn man Pokémon auf der Overworld sieht. Dann gehen die dir nämlich nicht auf den Sack.
Und du brauchst dich nur auf die zu konzentrieren, auf die du Bock hast. Was ist los? Oh, das sieht super cool aus. Naja, gut, der Himmel ist jetzt natürlich fragwürdig. Also. Ja, wir werden gleich drauf gehen. Naja, komm. Ja. Na gut, der richtet jetzt natürlich auch überhaupt nicht aus hier, der kleine Mann. Tackle. Tackle. Ja, Moinsen. Ja gut, der wird jetzt auch nicht mehr viel reißen. Na ja, gut, der Bugcatcher, der Käfersammler, der hat uns an die Eier, Alter. Was sollen wir da machen? Naja, komm, beeil dich mal ein bisschen, Junge. Ja, das ist ja geil. Haben wir gerade gewonnen? Habe ich das richtig gesehen? Nein, haben wir nicht. Gut. Ach so, das ist mein Name, der da hinten rumschwebt. Oh, man sieht sogar meinen Pointer. Hui. Na, Schwester. Ciao, Schwester. Ich treffe die Tür nicht. Jetzt. Ach ja, wir spawnen direkt wieder hier. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, gut, jetzt, wenn wir wieder da hinten sind, gehen wir direkt in den Wald. Aber ich glaube, wir scheißen auf den Wald. Ich würde gern weitergehen. Weil sonst müsste ich jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Was ist eigentlich für ein dummes Geräusch für ein Pokémon? Oh, ich hasse Käfer. Das kann sich eine Weile ziehen, meine Freunde. Und was gab's bei euch heute so zu Mittag? Schreibt's mir doch mal in die Kommentare. Und wenn, dann hoffe ich, dass es geschmeckt hat. Also, bei dem, was es bei euch gab, hoffe ich, dass es euch geschmeckt hat. Oh, guck mal. Hut, Hut. Hut, Hut. Da hinten geht's weiter. Da kommen wir aber noch nicht hin. Na, dann. Also, aber dicker Junge da drüben, ne? Hier wird schwer, nur noch mit Bisasam überall durchzukommen. Bellsprout. Lass Evelyn. Och, noch mehr Pflanzen. Na gut, Feuer wäre jetzt am schlimmsten, also dann kann ich mich direkt verbuddeln gehen. Hey, mach mal platt. Wie viel Geld haben wir jetzt? 410, wir können schon wieder zwei Pokebälle kaufen. Die sind aber auch nur Kack-Pokémon, Alter. So ein Hut-Hut ist jetzt nicht so das geile Pokémon, ne? Wir umgehen den Typen hier mal. Tobi. Kannst mich mal. Oh, das ist weird, nach oben zu gucken und zu laufen. What the fuck? Okay, ich schleiche mich jetzt. Ich will jetzt mal gucken. Ja, das Modell von dem sieht ja super cool aus. Guck dir das mal an. Oh, er hat auch von dem Pantomimos. Hat er sich so angemalt. Guck dir das kleine. Oh, das kleine Pikachu und der Voltoball und das grüne Ding, womit er Leute verprügelt. Ah, shit. Here we go again. Oh nein. Wird mich Leech Seed noch retten können? Wahrscheinlich nicht wirklich. Vielleicht doch. Shit, Mann. Ach, fuck. Ja, komm. Mach irgendwas. Ja, moin, Alter. Hat gar nicht gerissen, ey. Komm, mach irgendwas. Haben wir ihn gerade platt gemacht? Ich glaub's ja nicht. Super Nerd Jovan. Er hat auch einen Gameboy, das ist ziemlich cool. Was hat hier hinten noch? Nichts. Was ist das hier? Ist das Pokédex? Könnte ein Pokédex sein, ich kann es nicht richtig erkennen. Gucken, ja, Mikro ist noch alles gut. Ich sehe es halt nicht, ob mein Mikro noch richtig sitzt oder nicht. Das ist es halt. Okay, ich gehe jetzt unauffällig an der vorbei. Bam, Junge, sie hat mich nicht gesehen. Mount Moon. Mann, wo bin ich denn jetzt hier? Was ist denn das? Ach so.
Leider. Ach so, ich bin quasi runtergegangen. Na dann. Ich muss mal kurz auf der Karte gucken. Komme ich von hier überhaupt weiter? Ja, hier durch und dann da. Okay. Gut. Hallo. Babo. Würde ich gern fangen, aber auch keine Pokémon mehr. Oh, der wird uns gleich. Der wird uns gleich platt machen. Josh. Ja, das war klar. God damn it. Splash. Hallo, Schwester Joy. Tschüssi, Schwester Joy. Hallo, Höhle. Okay, ja, aber jetzt kann ich mir ein Popo fangen eigentlich, oder? Das ist ja jetzt eine gute Zeit. Hallo? Na, jetzt. Was sagt der? Poliwag? Das ist ein komischer Name eigentlich. Hä, sind meine Pokémon nicht geheilt? Doch, die sind alle angezeigt. Warum starte ich jetzt mit dem? Ja, Alter, das kratzt einfach ab. Darf ich das vielleicht nicht spammen oder so? Okay, tschüss. Nehmen wir dich wieder. Lisa Sam, du schaffst das. Hä? Ach so, das schläft. Ja, geil. Oh, ich hab's defeated, was? Shit. Hups. Hups. Versuchen wir es mit dem nochmal. Ich mache vielleicht zu viel Schaden. Ach, diese Macht. Ja, wow. Jetzt gehen wir hier. Ja, geil, Alter. Du bist ja auch ein One-Hit. Los geht's, Bisasam. Mach mich stolz. Ja. Ich schlafe schon wieder. Ja, ich hab's platt gemacht. Scheiße, Mann. Wir sind wirklich zu hoch. Na egal, wir brauchen nicht so viel Pokémon. Ich würde eigentlich nur noch gerne in die nächste Stadt mir die Arena angucken und dann. Bitte beweg dich nicht, ohne dass ich was drücke. Das ist sehr unangenehm, danke. Und dann würde ich sagen, war's das für die Aufnahme. Oh. User wants to learn, but I can't take down. Full body charge attack point. So targets. This is also damage the user a little. Nö, eigentlich gerade nicht. Oh, was ist das denn, hä? Das Loot drin, ne? Haben wir gerade eine Truhe getroppt von einem Trainer? Das ist ja cool. Kann ich hier runter gucken? Na nee, gut, ich sehe jetzt nicht. Na, ja, nicht so beeindruckend, ne? Aha. Ja, herzlich willkommen. Ein Hauch von nichts. Ich dachte gerade, der hat ein Messer in der Hand, Mann. Was ist denn das? Eine Schippe? Nee, ein Hammer. Ja, ein Hammer. Das ist ja der Hammer. Du. Pokémon, ich will der allerbeste sein. Ist das ein Typ von Team Rocket? Team Rocket. Brudi, dich mache ich so kaputt. Okay. Brudi, sowas macht man nicht hier. Gibt erstmal einen fetten Bitch Slap. Bam, bam, bam. Jetzt kämpfen wir. Ich treff's nicht. Jetzt. Ich stell mich mal mit auf deine Seite. Und wie ist es so, auf der Kackseite zu sein? Oh, der hat da noch einen Meisterball hinten dran, ne? Cool. Das ist ein ganz schöner Lauch, hä? Kann das angehen? Guck mal, dein Pokémon ist nämlich fast kaputt. Ich würde mich ja nicht Team Rocket nennen, sondern Team Schnittlauch. Ja, mein Pokémon ist eingeschlafen. Ist jetzt sehr ungeil, aber... Wisst du, was auch ungeil ist? Team Schnittlauch, Junge. Kann es jetzt mal aufwecken? Danke. Geh doch. So, ändere mal deinen Namen in Team Schnittlauch, Junge. Bitch. Ich habe übrigens einen Orden und du nicht. Kloppi. Ich mag Feuerspiele. Kann man sich so richtig schön austoben. Wo geht's hier lang? Okay, hier ist Team Rockets Armee. Jungs, ich weiß ja nicht, was ihr da so macht, aber ich gehe da lang.
Was ist das? Route, was? Route 4? Gehen wir mal gucken. Ich versuche dich gar nicht erst zu fangen, das wird eh nicht. Du bist ein One-Shot. Oder Two-Shot. Na gut, wenn du Two-Shot wärst, das wäre cool, dann könnte ich dich fangen. Bitte beweg dich nicht automatisch, Spiel, danke. Mount Moon. Oh, ist jetzt hier frei, oder was? War das nicht hier, wo wir erst nicht rein konnten? Kurz auf die Karte gucken. Ja. Wo bin ich? Da. Ah. Ah, davon müsste die nächste Stadt sein. Peter? Ab geht er. Okay, es sind irgendwelche Fische, die hier rumspringen. Das ist beunruhigend, aber okay, würde ich sagen. Das ist beunruhigend. Ja gut, das sind scheinbar die sogenannten Boden-Pokémon. Ja, das ist weird, Alter. Vielleicht sind es auch so viele. Ach, guck mal, ein Fisch ist auch da. Ja. So, ist hier noch ein Trainer? Ich würde ein Battle würde ich noch machen. Alter, da ist so eine Giraffengetier. Ich würde es echt gern... Mann, lass du die Server online. Ich würde es halt echt gern noch spielen. Mal ohne Witz, ey. Hallo, Schwester. Heilen Sie meine Pokémon. Papa. Danke. Tschüssi, Schwester. Tschüssi. Ich verpiss dich. Da hat man gerade meine Box gesehen. Team Rocket. Will ich hier ein Beef oder was? Hallo. Wenn ich nicht so faul wäre, würde ich jetzt versuchen, unter ihren Rock zu gucken. Okay, hier ist ein Pokémon-Markt. Wo ist denn hier die Arena, Alter? Haben die überhaupt eine Arena? Map. Pokémon-Gym. Ja, hier müsste eine Arena sein. Mal einen ordentlichen Klaps auf den Po. Haha. Ah, Arena. Was ist das hier für ein Planschbecken? Das sind geile Wassertexturen. Noch nie so gute Wassertexturen gesehen. So, Moment. Ich muss mich kurz enthellern. Alter, Misty. So. Kurz vom Kabelwirrwarr befreien. Alter, Trace. Hallo. 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 Wo bist du denn? Jo, das sollte easy werden hier. Wir haben ja Pflanzen-Pokémon. Das sollte hier einfach alles komplett durchrapen. Okay, außer jetzt hier. Das ist natürlich nervig mit dem Taubsi. Taubsi hätte ich echt gerne. Taubsi ist auch eines meiner Lieblings-Pokémon. Die habe ich super gerne. Also, natürlich dann am Ende das Tauboss ist das coolste, logischerweise. Ah, langes Bett. Ich muss immer gucken, ab und zu, ob mein Mikro richtig sitzt. Alter, der rappt uns hier noch. Leute, Hilfe. Ja, aber wir schaffen den noch. Zumindest den. Komm schon, Bisaflor, du schaffst das. Du schaffst das. Oh nein, Pikachu. Oh, bin ich paralysiert? Nein, ich hab's kaputt gekloppt. Oh, was? Was passiert hier? Hilfe? Digga. Oh, ihr Pokémon ist evolving. Okay. Alter. Es wäre cooler gewesen, wenn das nicht in meiner Fresse passiert wäre. Hallo, junge Dame. Wie geht es Ihnen? Dürfte ich Sie zu einem Kaffee und Kuchen? Und damit meine ich nicht das Format von Kuchen.tv überzeugen. Die battelt sich gar nicht mit mir. Hallo. Na gut, dann tschüss, ne? Hallo, junge Dame. Dürfte ich Sie vielleicht für einen Kaffee und Kuchen überzeugen? Damit meine ich nicht das Format von Kuchen.tv. Battelt die sich mit mir? Hallo? Okay, kann ich mir Dings eigentlich rausholen? Oh, jetzt hat sie doch Bock bekommen. Alter, ist das riesig. Alter, oh mein Gott. Das ist Kopfhöhe. Brui, wie riesig ist ein Bisaflor? Alter, ist das groß. Jetzt brauche ich mich nicht mehr bücken zum Streicheln. Oh ja, ganz tolle Blätter hast du da. Es ist paralysiert übrigens. Jupp, wir sind so gut wie tot.
du, mein Freund, machst jetzt alle platt. Mit Encore. Keine Ahnung, was das bringt. Splash. Gut, es ist tot. Bringen wir noch das andere um. Ja, oh nice, es war ein One-Hit. Ja, Schwester Joy, machen Sie sich keine Sorgen. Ich kümmere mich blendend um meine Pokémon. Wirklich, wirklich, wirklich blendend. Tschüss, Schwester Joy, wirklich blendend. Hallo, Misty, ich komme jetzt gleich zu dir. Kann ich mich einfach durchteleportieren? Ah, shit. Da haben sie dran gedacht. Oh, das war weird. Ach, jetzt will die doch kämpfen, oder was? Na, warte, Junge, das gibt eine Abreibung, Bitch. Dafür, dass du nicht mit mir zum Kaffee und Kuchen gehen wolltest. Und damit meine ich nicht das Format von Kuchen TV. Bam, Junge, die habe ich platt gemacht. Ich bin schon mal bereit. Mhm. What? What? Vor allen Dingen, warum sind die jetzt hier so oft? Was geht denn jetzt hier ab? Hallo, Spiel? Das Spiel gecrashed. Hallo? Spiel? Ich glaube, das Spiel ist gecrashed, oder? Moment, ich bin gleich wieder da. Ich muss an meinem PC gucken, ob es gecrashed ist. Hallo Leute, und da bin ich wieder. Scheinbar ist das Spiel abgestürzt. Ja, wir gehen einfach nochmal zur Arena, weil ich wollte es jetzt auch nicht so enden lassen, dass wir Misty nicht besiegen. Ich wollte schon einen schönen Abschluss haben für die Aufnahme. Wir heilen unsere Pokémon nochmal. Tschüssi, Schwester. Ich wünschte, es würde länger online sein. Ich hätte es wirklich gerne gespielt, Alter, ohne Mist. Ging es überhaupt weiter? Sind wir vielleicht schon am Ende von dem Spiel? Ist Misty vielleicht der letzte Trainer, den wir programmiert haben? Weil da hinten habe ich gesehen, die Route war gesperrt. Oh. Ah, da ist ja mein Menü. So, jetzt machen wir dich platt hier. Bitch, du hast mein Spiel zum Abstürzen gebracht. Was ist eigentlich los mit dir? Bist ja krank. What? Warum werde ich denn one-hitted jedes Mal? Hä? Dann kommt mein Menü nicht wieder. Doch, jetzt. Was macht ihr denn für einen Angriff, der mich fucking one-hitted? Battle. Battle? Hallo? Super schnell dieses Eis. Oh, Eis! Oh, fuck. Mhm. Interessant, okay. Vielleicht müssen wir uns einen Trank oder so holen, aber das wird auch nicht viel helfen. Fuck, wir sind in einer Zwickmühle. Aber sie hat nur dieses eine Pokémon. Wir müssen uns irgendwie kaputt machen. Wir müssen einfach mal hoffen, dass sie nicht mit einem Eisangriff startet. Shit, Alter. Tschüssi. Das ist ja doof. Als ob die einfach einen Eisangriff hat. Haha. Huch. Ich dachte, das wäre die andere schon gewesen. Okay, komm, komm, mach Eier. Digga, wir können halt direkt uns vergraben gehen. Okay, ich werde die Reihenfolge ändern, dass wir mit einem anderen Pokémon starten und dann rufe ich. Dann rufe ich Bisasam in den Kampf. Was nimmt der immer für Angriffe? Okay, Moment. Team. So. Du bist jetzt Select First. So. Die eigentlich direkt wieder voll geheilt, wenn ich hier stehe. Muss ich nochmal mit der alten quatschen? Nee, muss ich eigentlich gar nicht. Ja, dann tschüss, ne? So, hallo. So, jetzt gibt's auf den Sack hier. In der Hoffnung, dass das klappt. Shoulder! 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 Das klingt, als wenn der Schulter sagt. Der überlebt einen Angriff oder was? Willst du mich veressen?
Vielleicht machen wir Misty doch nicht. So, jetzt kommst du dran. Komm. Bitte. Geil. Das ist Pock. Das ist ja jetzt scheiße. Ich versuch's nochmal. Das gibt's ja nicht. Wie viel Pech haben wir denn? Kann ich nicht einfach hinter dir lang gehen? Gut, damit hätten wir dieses Problem gelöst. Manchmal muss man ein Problem auch einfach aus dem Weg gehen. Oh nein. Der hat Eisangriffe. Er macht Splash überhaupt irgendwas? Mann, was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, was das auf Deutsch heißen soll. Platscher. Es ist Platscher. Fuck. Das ist ja die dümmste Attacke überhaupt. Mach bitte nicht irgendeine Eisscheiße, Mann. Okay. Okay, Trainerleiterin Misty. Die ist ganz schön riesig. Kämpfst du auch mit mir oder machen wir jetzt einen Anstarrwettbewerb? Mit einem guten Überblick, da fehlen ein paar Bände. Gut, dass hier drin auch Wolken sind. Hallo, Kampf. Muss ich noch näher an dich ran? Hallo, Misty, ich bin in dir. Bitte? Wii, wii. Oh, Psyduck. Starmie. Mhm. Komm, machst du platt, Alter. Der Moment, wenn man den Arena-Leiter... Geht doch. Guck mal. Noch ein Orden. Bitch. Ja, der Moment, wenn man den Arena-Leiter auseinanderprügelt, aber die Ene Ische da nicht. Das ist auch geil. Jetzt gehen wir hier zurück und die verprügelt uns. Ich räche dich, Misty, denkt die sich jetzt hier drüben so. Wäre jetzt geil, wenn wir den Mon hätten. Na, ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, stimmt doch. Okay, ich will jetzt noch ganz kurz gucken, ob es irgendwo weitergeht. Und wenn nicht, dann beenden wir die Aufnahme. Nein, kein Interesse mehr hier. Ich habe meinen Orden. Also ich kann sagen, ich habe in meinem Orden, in meinem Leben zwei Orden geholt. Na, Schnucki? Ach, jetzt will sie kämpfen. Willst du mich verarschen? Dafür mache ich dich jetzt platt. Hi. Na, Bock auf einen Kaffee und Kuchen. Damit meine ich nicht das Format von Kuchen-TV. Ja gut, dann halt nicht. Als ob, Mann. Willst du mich verarschen? Ja, geil. Mach einfach irgendwas. Ja, Moinsen. Du bist ein richtiges Stück Kacke, ey. Komm. Ehen mal Tackle und dann... Okay. Da ist eine Animation abgekratzt. Hi. Schwester. Schwesterchen. Ach, da hinten geht's dann weiter, ne? Ja, da. Also ja, es scheint noch weiter zu gehen. Oder war die Route nur gesperrt, weil ich keinen Orden hatte? Kann das sein? Da ist Route 5. Hatte ich da hinten nicht auch noch eine Route gesehen? Oh, hier ist der Fahrradladen. Man kann sich auch kein Fahrrad holen. Schade, ich wäre vorher natürlich gerne eine Runde Fahrrad gefahren. Oh, man kann durch die Laternen durch. Cool. Oh, Route 16. Nö. Nö. Ich würde sagen, das war's mit der Aufnahme. So, Leute. Dann würde ich sagen, das war's mit diesem Spiel. Und zwar wortwörtlich, weil es wahrscheinlich nicht mehr spielbar sein wird.
Leider, ich würde es wirklich gerne, ich hätte es wirklich gerne noch ein bisschen weiter gespielt. Alle Orden hätte ich eigentlich tatsächlich gerne geholt. Aber naja, die Server sind ja quasi jetzt so gut wie zu. So, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.